Chaostheorie und Hurrikanbekämpfung, Wolkenimpfen, Ionosphärenerhitzer, sturmabsorbierende Pulver und staubkorngroße Wettersonden sind nur einige Methoden, mit denen der Mensch das Wetter beeinflussen will. Viele davon werden bereits angewendet. Ob es uns gefällt oder nicht, wir haben die Atmosphäre verändert. Wir müssen handeln. Es gibt keine Alternative. In vielen Gebieten der Erde sind Wettermanipulationen schon etwas ganz Alltägliches. Und das aus gutem Grund. Wer so etwas erlebt hat, ist für jede Hilfe dankbar. Walt Geiger leitet in West Kansas eines der größten Wetterforschungszentren der Welt. Es ist spezialisiert auf Wolkenimpfen und hat sich einem großen Ziel verschrieben, der Hagelbekämpfung. Uns geht es bei diesem Projekt um das Ändern der Wolkendynamik. Wolken sind relativ ineffizient in der Regenproduktion. Sie brauchen Hilfe von uns Menschen und deshalb sind wir hier. Die meisten Menschen im amerikanischen Bundesstaat Kansas leben von der Landwirtschaft und der Hagel ist ihr Feind. In West Kansas gibt es sehr viel Hagel. Es reicht schon ein halbwegs starker Sturm, damit es zu Schäden auf den Weizen- oder Maisfeldern kommt. Wir versuchen alles, um die Hagelmengen zu verringern, damit höhere Getreideerträge erzielt werden können. Wer noch nie einen schweren Hagelsturm erlebt hat, neigt dazu, seine Wirkung zu unterschätzen. Die Versicherungsbranche weiß, welche Verwüstungen dabei entstehen. Deshalb unterstützt sie die Wolkenimpfprogramme auf breiter Ebene. Hagelschäden sind mit die schlimmsten Schäden, die die Natur anrichtet. Sie kommen gleich nach den Hurrikans und gehen in die Milliarden. Rund 2,5 Milliarden Dollar im Jahr. Die Versicherungsgesellschaften konnten die Schadenszahlungen in den Regionen senken, in denen Programme zur Hagelabwehr durchgeführt werden. Die ersten Projekte dieser Art wurden vor rund 40 Jahren entwickelt. Das Wolkenimpfen ist die älteste und einfachste Methode. Dabei werden Wolken so beeinflusst, dass sie sich ausregnen, bevor es zur Hagelbildung kommen kann. Alle Wolken entstehen aus Wasserdampf. Damit sich Regentropfen bilden können, müssen genügend sogenannte Kondensationskerne vorhanden sein. Das sind kleinste Partikel, an denen unterkühltes Wasser gefrieren kann. Bei ihren Impfeinsätzen füllen die Wetterflieger so viel künstliche Eiskeime in die Wolken, dass sie abregnen, bevor aus Wassertröpfchen Hagelkörner werden können. Ted Delsing ist einer der Piloten, die heute für die Hagelabwehr eingeteilt sind. Außer den üblichen Startvorbereitungen muss er auch die Silberjodid-Tanks befüllen. Dann wartet er auf Geigers Startzeichen. Delsing und seine Kollegen gehören nicht zu den typischen Gutwetterfliegern. Sie sind jeden Tag in der Luft und fliegen auch bei einem Wetter, das andere Piloten meiden würden. Leider kommt es immer wieder zu Zwischenfällen, egal wie vorsichtig man ist. Kyle Spencer übernimmt heute den Flug an der oberen Wolkengrenze. Er hat schon schlimme Sachen erlebt. Ich wurde schon öfter vom Blitz erwischt. Meistens schlägt er nur in die Tragflächenspitzen ein. Der schlimmste Albtraum eines Wetterfliegers ist, dem Feind zu nahe zu kommen. In meiner ersten Saison flog ein Hagelgeschoss genau durch die Frontscheibe, streifte meinen Hals und knallte auf den Rücksitz. Groß wie ein Baseball lag es dann in der Maschine. In seinem Büro trifft Geiger die letzten Entscheidungen für den heutigen Einsatz. Für alles, was mit Wetter zu tun hat, Vorhersagen oder Klima allgemein, braucht man ein bisschen Glück und Geschick und natürlich die Technik.
Es ist eine Frage der Beobachtung. Man muss ein Gespür dafür haben, wie sich ein Sturm entwickelt, wenn er stärker wird. Geiger sucht das Zielgebiet nach Wolken ab, die groß genug sind, dass sie einen eiskalten Bereich enthalten. Dort ist der Wasserdampf schon so kühl, dass er kurz vorm Gefrieren ist und nach dem Impfen als Regen vom Himmel fällt. Das Wolkenimpfen geht auf ein Ereignis im Jahr 1946 zurück. Damals machten Wissenschaftler der US-amerikanischen Firma General Electric erste Experimente im Bereich der Wetterbeeinflussung. Unter Aufsicht des Chemie-Nobelpreisträgers Irwin Langmuir versuchten die jungen Forscher Schäfer und Vonnegut eine Wolke zu bilden. Sie füllten einen absolut reinen Raum mit Wasserdampf und warteten. Nichts geschah. Dann steckte jemand zufällig seine Hand in eine Tasche mit silbernem Kleingeld und danach wieder in den Raum. Und bingo, es entstand eine Wolke. Die zufällige Entdeckung von Silberstaub war der Schlüssel zur Wolkenbildung. An diesen winzigen Verunreinigungen lagerten sich feinste Wassertröpfchen ab. Auch Jahrzehnte später wird Silberjodid immer noch als kondensationskernbildende Substanz verwendet. An der Wolkenbasis sprüht ein Flugzeug die Silberlösung in den warmen Aufwind. Zusätzlich wird oft eine zweite Maschine eingesetzt, die aus großer Höhe Trockeneis direkt ins Wolkeninnere ablässt, was die Kondensation ebenfalls anregt. Aus Haufenwolken entstehen auf diese Weise große Cumulonimbus-Wolken. Mit ein bisschen Glück beginnt es dann zu regnen und Hagel ist verhindert worden. Inzwischen hat Geiger gefunden, wonach er gesucht hat. Eine breite Wolkenfront zieht ins Zielgebiet. Die Piloten machen sich bereit. Während Spencer zu den oberen Wolkenschichten in großer Höhe fliegt, bleibt Delsing an der Wolkenbasis. Die Wolken dehnen sich immer kräftiger aus. Gemeinsam suchen die Piloten nach den besten Stellen für die Impfung. Geiger hält die beiden ständig über die Wolkenposition und Größe auf dem Laufenden. Delsing hat die Zone mit dem Aufwind gefunden und fliegt mitten hinein. Als der Flug holprig wird, stellt er die Generatoren an. Die Silberjodidlösung wird versprüht und vom Aufwind hoch in die Wolken getragen. Währenddessen bereitet Spencer seinen Teil des Einsatzes vor. Er wird direkt ins Wolkeninnere fliegen, wo es am kältesten ist. Hier versprüht er dann gefrorenes Kohlendioxid, besser bekannt als Trockeneis. Sofort bilden sich winzige Eiskristalle, die Grundlage für Regen. Trotz jahrzehntelanger Erfahrung auf dem Gebiet der Wolkenimpfung und beachtlicher Erfolge in der Hagelbekämpfung ist die Wirksamkeit dieser Methode nicht wissenschaftlich belegt. Da die Vorgänge in den Gewitterzellen sehr komplex sind, ist der Nachweis nur schwer zu erbringen, dass sich ohne Impfen Hagel gebildet hätte. Das Problem ist, man kann keine kontrollierten Experimente durchführen. Es ist schwer zu beweisen, dass eine Wolke auch ohne Impfen Hagel erzeugt hätte. Diese Form der Wettermanipulation wird mittlerweile in über 30 Ländern der Erde angewandt. Dennoch mutet der Einsatz von Silberjodid und Trockeneis fast schon steinzeitlich an, im Vergleich zu den neueren Methoden, die inzwischen getestet werden. Eine fast schon revolutionäre Entwicklung sind zum Beispiel die sogenannten MEMS, mikroelektromechanische Systeme. Die winzigen Sensoren sind mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen. Sie stehen für eine ganz neue Gerätegeneration zur globalen Wetterbeobachtung.
Täglich werden weltweit rund 2000 Wetterballons losgeschickt. Diese Ballons spielen eine große Rolle bei der Vorhersage und Kontrolle des Wetters. Aber was wäre, wenn man statt 2000 täglich 10 Millionen starten könnte? Um genau diese Frage geht es bei GEMS. GEMS sind von uns entwickelte globale MEMS, ein großflächiges Netz in der Luft befindlicher Sonden. Geplant ist, jeden Tag zigtausend dieser mikroskopisch kleinen Sonden von Flugzeugen oder Satelliten aus aufsteigen zu lassen. Viel genauer als Wetterballons könnten sie dann über jedem Gebiet der Erde Temperatur, Luftdruck, Feuchte und Wind messen. Mit einer Genauigkeit, die heute noch undenkbar scheint. Wir stellen uns vor, dass die GEMS-Sonde ein aus der Natur entlehntes Design hat, wie ein Ahorn- oder Löwenzahnsamen, der so konstruiert wurde, dass er aerodynamisch ist und Auftrieb hat. Ein kontinuierlicher Datenfluss aus Millionen Messungen könnte den Klimaforschern zu viel präziseren Erkenntnissen verhelfen. Wir sind zuversichtlich, genauere Werte ermöglichen bessere Vorhersagen. Denkbar ist auch, die GEMS so zu konstruieren, dass sie eines fernen Tages den Part des Wolkenimpfens mit Hilfe kleiner Mikrochips selbst übernehmen. Wir könnten diese sehr kleinen Sonden als Kondensationskerne einsetzen und die Wolken so mit ihnen impfen, dass es zu Wetterveränderungen käme. Oder, noch futuristischer, sie könnten selbst aktiv werden und in höheren Lagen der Atmosphäre für Störungen sorgen, um das Wetter zu modifizieren. Aber was würde passieren, wenn Millionen dieser winzigen Sonden zu Boden sinken? Wenn die GEMS herabfallen, ins Wasser oder auf den Boden, senden sie weiter Oberflächeninformationen. Und was wäre mit den Sonden, die auf eine Picknickdecke fallen oder in den Haaren landen? Bei der Größe, über die wir hier reden, wenn man da eine einatmen würde, in den Mund bekäme oder ins Auge, wäre es vermutlich, als ob man ein Staubkörnchen abbekäme. Man müsste niesen oder husten. So hilfreich Nanotechnologie bei der Klimaforschung sein wird, so bedeutend dürfte auch ihre Rolle in der Kriegsführung werden. Denn seit mehr als 50 Jahren führt das Militär vieler Staaten geheime Experimente zur Wettermanipulation durch. In einer Oktobernacht im Jahr 1947 warf eine Militärmaschine eine geheime Fracht in das Auge eines Hurrikans vor der Küste Georgias. Kann es sein, dass sich der Sturm dadurch um 180 Grad drehte und seine zerstörerische Kraft direkt über der Stadt Savannah austobte? Wenn das Wetter tatsächlich in diesem Maß beeinflusst werden kann, welchen Preis müssen wir dann dafür zahlen? Die Sehnsucht, Macht über das Wetter zu erlangen, ist so alt wie die Menschheit. Und so alt ist auch der Zusammenhang zwischen Wetter und Krieg. Jahrhundertelang glaubten viele Menschen, dass Schlachten Regen hervorrufen. Es herrschte die Vorstellung, dass Kanonen Regen auslösen können. Eine andere Theorie besagte, dass kämpfende Truppen viel schwitzen. Dadurch würde sich die Luftfeuchtigkeit erhöhen und Regen einsetzen. Und tatsächlich besteht ein Zusammenhang zwischen Krieg und Regen. Denn wie Silberjudit stellen auch Rauch und Staub über einem Schlachtfeld viele kleine Kondensationskerne dar. Immer wieder spielt das Wetter in den Kriegen eine große Rolle. Napoleon musste seinen Russlandfeldzug 1812 wegen des Wintereinbruchs vorzeitig beenden. Und die Japaner nutzten 1941 einen pazifischen Sturm als Deckung für ihren Angriff auf Pearl Harbor. Das Militär war schon immer am Wetter interessiert. Generäle haben sich bereits in alten Zeiten damit befasst. Sie haben nicht nur nach Möglichkeiten gesucht, es vorherzusagen, sondern auch es zu verändern. Mehr
Mit Beginn des Atomzeitalters entwickelte sich auch eine neue Weltsicht. Am Anfang des Kalten Krieges kam die Frage auf, ob man es in Russland ständig schneien lassen könnte. Nach dem Motto, die wollen einen Kalten Krieg, also geben wir ihnen einen. Der Wunsch, die neu gewonnene Macht zu nutzen, war Auslöser für das erste große Wettermanipulationsexperiment. Im Projekt Cirrus sollte ein Hurrikan geimpft werden vor der Küste Georgias. Sie flogen mit einem Flugzeug rein und impften ihn. Als ich in der Zeitung las, was sie getan hatten, hatte ich das Gefühl, diese Leute sind wie Kinder, die mit ihrem Chemiebaukasten hantieren. Lasst uns das mischen und sehen, was passiert. Der Hurrikan drehte sich plötzlich, verwüstete die Küste in der Nähe der Stadt Savannah und hinterließ schwere Schäden. Nur 24 Stunden wurden an diesem Tag im Oktober 1947 1500 Gebäude beschädigt oder zerstört. 4000 Menschen verloren ihr Zuhause, ein Mensch starb. Noch am gleichen Tag erklärte das US-Militär das Projekt für geheim, um möglichen Rechtsansprüchen vorzubeugen. Obwohl die Wissenschaftler heute davon ausgehen, dass die 35 Kilogramm Trockeneis, die im Projekt Cirrus zum Einsatz kamen, vermutlich nur einen kleinen Einfluss auf den Hurrikan hatten, war das Militär seinem Traum von der Wettermanipulation einen Schritt näher gekommen. Und dieser Traum lebt fort. Überall auf der Welt beschäftigen sich Forscher und clevere Geschäftsleute mit dem Versuch, das Wetter zu ändern. Eine der vielleicht ungewöhnlichsten Ideen zur Wetterbeeinflussung stammt von einer kleinen Firma, die von Peter Cordani geleitet wird. Ich demonstriere hier ein von uns erfundenes Spezialpulver. Hier steht eine Schüssel Wasser, die die Feuchtigkeit in einem Gewittersystem symbolisiert. Streut man das Pulver darauf, wird das Wasser sofort absorbiert. Das Pulver ist extrem saugfähig. Es kann das 2000-fache seines Gewichts an Wasser aufnehmen und als ungiftiges Gel binden. Wenn die Flüssigkeit fest wird, steigt ihre Temperatur von 10 auf 15 Grad. Beides zusammen bewirkt, dass dem Sturm Energie entzogen wird. Aber was geschieht mit dem zur Erde sinkenden Gel? Das ist Meerwasser. Das Gel löst sich sofort auf, wenn es damit in Kontakt kommt. Vielen erscheint dieses Produkt zu gut, um wahr zu sein. Ihr Erfinder hat es sofort patentieren und testen lassen. Am 19. Juli 2001 ließ Cordani zum ersten Mal Wolken vom Flugzeug aus mit 4500 Kilo seines Pulvers berieseln. Beobachtern zufolge verschwanden die Wolken einfach vom Radarschirm. Wenn das Mittel einer Wolke zugeführt wird, saugt es den in ihr enthaltenen Wasserdampf auf. Die mit Feuchtigkeit angereicherten Geltropfen sinken danach zu Boden. Das Pulver soll direkt in die Augenwand eines Wirbelsturms gestreut werden. Laut seinem Erfinder würde es den Wasserdampf in den oberen Bereichen des Hurrikans aufnehmen, über dem Meer wieder abgeben und damit dem Sturm die Energie rauben, die er durch die Kondensation gewinnt. Aber wie beim Wolkenimpfen ist auch die Wirksamkeit von Dynagel wissenschaftlich nicht belegt. Selbst wenn es funktioniert, Hurrikan-Experten der NOAA-Institute haben berechnet, dass man sehr viel von diesem Zeug bräuchte, um einen mittelstarken Hurrikan unter Kontrolle zu bekommen. 350 bis 400 C-5 Transportflugzeuge wären nötig. Nicht mal die Air Force hat 400. Hinzu kommt, dass es nicht gerade billig wäre, das Pulver in großen Mengen einzusetzen. Allein das Material, das nötig wäre, um einen einzigen Wirbelsturm zu impfen, würde Millionen Dollar kosten. Und was wäre, wenn das Experiment scheitert? Es wäre schließlich nicht das erste Mal.
In der Nacht des 15. August 1952 schickte die Royal Air Force Flugzeuge zum Küstenort Lynmouth an der Südküste Englands. Unbemerkt von der Zivilbevölkerung impften die Piloten die Wolken über der Stadt mehrmals mit Silberjodid. Es regnete 24 Stunden lang. Kleine Flüsse wurden zu reißenden Sturzbächen und eine Flutwelle wälzte sich durch den Ort. 35 Menschen ertranken und 420 verloren ihr Haus. Lynmouth wurde regelrecht weggespült. Das Wetterexperiment Cumulus war gescheitert. Erst nach fast 50 Jahren wurden die bis dahin geheimen Staatsakten freigegeben. Daraus ging hervor, dass in der Küstenregion getestet wurde, ob künstlicher Regen auch militärisch genutzt werden könne. Aber es vergingen noch einmal 10 Jahre, bis der erste große internationale Zwischenfall endlich die Empörung auslöste, die das Ende der Wetterkriege einleitete. Seymour Hersh von der New York Times bewies, dass das US-Militär im Vietnamkrieg und in Laos auf Wettermanipulation gesetzt hatte. Seit 1966 hatte die Air Force dort mehr als 2600 Wolkenimpfeinsätze geflogen und den Monsunregen verstärkt. Unter dem Decknamen Popeye verwandelte diese geheime Operation die Straßen in Schlammwüsten und unterband den Nachschub des Vietcongs. Die Einsätze konzentrierten sich auf den Ho Chi Minh-Pfad, die Hauptversorgungsader Nordvietnams. Sie haben nicht nur ein, zwei Tage lang das Wetter geändert, sondern den Regen am ganzen Ho Chi Minh-Pfad verstärkt, um die Versorgungslinien zu blockieren. Obwohl es keine hieb- und stichfesten Beweise geben kann, wenn es ums Wetter geht, hat das US-Militär Berichten zufolge erreicht, was es wollte. Der internationale Aufschrei angesichts derartiger Projekte führte dazu, dass die UNO-Vollversammlung am 10. Dezember 1976 die Resolution 3172 verabschiedete, die Wetterbeeinflussungsmethoden zur Kriegsführung verbietet. Die Wetterkriege waren vorbei. Zumindest vorübergehend. Denn selbst diese Resolution hinderte die Verteidigungsexperten nicht daran, weiter mit den Möglichkeiten der Wettermanipulation zu experimentieren. Trotz aller gebotenen Vorsicht arbeiten die Regenmacher unermüdlich weiter. Neue Methoden werden vorangetrieben. Die vielleicht vielversprechendste Idee kommt aus dem Bereich der Chaostheorie. Mit Hochleistungsrechnern simulieren Mathematiker dieses Wissenschaftszweiges den Weg eines Hurrikans und hoffen bald den Heiligen Gral zu finden. Sie wollen den Kurs eines Wirbelsturms ändern. Bis zu 300.000 Menschen sterben jährlich durch schwere Unwetter und damit verbundene Sturmfluten. Weltweit werden die Schäden, die dabei seit 1980 angerichtet wurden, auf $1 Billion geschätzt. Die Energiemenge, die von einem durchschnittlichen Hurrikan ausgeht, würde reichen, um die ganze Welt zu diesem Zeitpunkt mit Strom zu versorgen. 2 Milliarden Watt. Noch kann kein Wirbelsturm gestoppt werden, aber vielleicht bekommt man ihn eines Tages unter Kontrolle. Bereits im Jahr 1962 haben Bob und Joanne Simpson, beide führende Wetterexperten, genau dies versucht. Ihr Projekt, das sie unter anderem zusammen mit der Navy und dem US-Wetteramt durchführten, trug die Bezeichnung Storm Fury. Der Grundgedanke von Storm Fury war eine herumwirbelnde Ballerina. Sie dreht sich um die eigene Achse, indem sie ihre Arme und Beine nahe an den Körper heranbringt. So entsteht das, was Physiker Angular Momentum nennen, der Drehimpuls. Das Auge des Hurrikans zieht die Luft an und hinauf ins Zentrum des Sturms. Das ist ein ähnlicher Prozess. Wenn man eine Tänzerin davon abhält, die Arme hochzunehmen, dann kann sie nicht so herum. Das ist ein ähnlicher Prozess. Wenn man eine Tänzerin davon abhält, die Arme hochzunehmen, dann kann sie nicht so herumwirbeln. She couldn't spin up.
Um dies zu erreichen, wurde ein Ring aus Wolken in das Auge eines Hurrikans geimpft und die energiegeladene Augenwand durch eine künstliche, langsamere ersetzt. So verringerte sich die Windgeschwindigkeit um rund 15%. Aber das Experiment war gefährlich. Es zwang die Piloten, genau das zu tun, was sie zu vermeiden gelernt hatten, direkt in das Auge des Hurrikans zu fliegen. Wenn wir in einen Hurrikan fliegen und fast im Zentrum sind, geraten wir in leichte bis mittlere Turbulenzen. In einem Verkehrsflugzeug würden dann die Anschnallzeichen aufleuchten. Alle 2-3 Jahre gerät man bei einem Hurrikanflug in schwere Turbulenzen. Das erfordert volle Konzentration. Da würden dann die Ladies zu schreien beginnen. Im Rahmen des Projekts wurden Wirbelstürme über 8 Tage geimpft. Nach 4 Tagen zeigte sich jeweils eine Abschwächung des Sturms. Fast 21 Jahre lang verfolgten die Simpsons ihren ehrgeizigen Plan, aber Anfang 1980 wurde der politische Druck so groß, dass sie ihre Versuchsreihe einstellen mussten. Also suchte man nach einer neuen Herangehensweise. Die technischen Fortschritte der folgenden Jahre brachten genau das. Der Schlüssel zur Wettermanipulation liegt in einer verbesserten Vorhersage. Und auf diesem Gebiet hat sich viel getan. Es gibt mehrere Wetterzentren rund um die Welt, die globale Modelle zur Vorhersage verwenden. Dort werden die verschiedensten Daten gesammelt. Dazu gehören auch die Funksignale von Wetterballons, Beobachtungen von Flugzeugen, viele Messdaten von Satelliten. Satelliten senden nicht nur Aufnahmen von Wolken, sie messen auch Temperatur und Feuchtigkeit in der Atmosphäre und am Boden zum Beispiel Temperatur und Windstärke über der Meeresoberfläche. Durch den problemlosen Zugriff auf diese riesigen Datenmengen können Klimaforscher rund um die Welt zu jeder Zeit eine Wetterbestandsaufnahme machen. Aber was, wenn diese Informationen nicht nur verwendet werden, um das Wetter vorherzusagen, sondern auch, um es zu manipulieren? Der Meteorologe Ross Hoffman arbeitet am Institut für Atmosphärenforschung in Massachusetts. Er lenkt Wirbelstürme. Sein Spezialgebiet sind Wetterberechnungen. Mit Hochleistungsrechnern variiert er die Modelle vergangener Wirbelstürme. Anhand der Daten kann er abschätzen, welche kleine Änderung eine Reaktion im Verhalten des Sturms hervorrufen wird. Diese neuen Werte fügt er dem Modell hinzu. Dann beobachtet er, ob die kleine Veränderung eine größere nach sich zieht. Wir haben uns Hurrikan Iniki genauer angesehen, der 1991 auf Hawaii wütete, und Hurrikan Andrew, der Florida verwüstet hat. In unserem ersten Experiment haben wir versucht, diese Stürme zu simulieren und ihre Entwicklung vorherzusagen. In der Regel bekommen wir das gut hin, weil es genügend Daten über diese Wirbelstürme gibt. Dann suchen wir nach Bedingungen, die den Sturm schwächen oder seine Position ändern könnten, die hochempfindlich auf kleinste Änderungen reagieren. Situationen, in denen kleine Veränderungen später große Auswirkungen haben können. Die Vorstellung, dass winzige Änderungen in einem vielschichtigen System große Auswirkungen haben können, ist der zentrale Gedanke der Chaostheorie. Eine Sache macht die Wettervorhersagen so schwierig. Das Wettersystem ist chaotisch. Kleinste Ungenauigkeiten in unseren Beobachtungen können sehr schnell zu großen führen. Kann durch den zarten Flügelschlag eines Schmetterlings eine kleine Luftturbulenz ausgelöst werden, die Wochen später weit entfernt zur Entstehung eines Tornados führt? Die exakte Abfolge einzelner Schritte aufzuzeigen, die vom Schmetterlingsflügel bis zum Tornado führen, ist das große Ziel der Chaostheorie. Wir spielen verschiedene Veränderungen durch, des Windes, der Temperatur, des Wassers. Das Größte war, als wir das erste Mal Hurrikan Iniki gelenkt haben und er sich wirklich dahin bewegte, wo wir wollten.
Aber selbst wenn Hoffman genau angeben könnte, welche kleine Veränderung nötig wäre, um den Wirbelsturm in neue Bahnen zu lenken, müsste er immer noch herausfinden, wie man diese Änderung in die Realität umsetzen könnte. Hurricanes bekommen ihre Energie aus verdunstendem Meerwasser. Jeder kennt das. Man steigt aus dem Pool und fröstelt selbst an einem warmen Tag. Vor allem, wenn es windig ist. Denn die Verdunstung des Wassers auf der Haut entzieht dem Körper Wärme. Genau das passiert auch bei einem Hurricane. Der Wind lässt das Wasser verdunsten und entzieht dem Ozean Wärme. Der Wasserdampf kondensiert zu einer Wolke in der Augenwand des Hurricanes. Je stärker der Wind ist, desto mehr Wasser verdunstet und umso mehr Kraft bekommt der Sturm. Wir halten es für möglich, genau hier einzugreifen und dafür zu sorgen, dass das Wasser langsamer verdunstet. Das könnte genau die kleine Änderung sein, die Ross Hoffman braucht. Unsere Idee ist, die Wasseroberfläche mit einer Substanz zu bedecken, die nur ein Molekül dick ist und die Verdunstung des Wassers verlangsamt. Bereits Benjamin Franklin hatte entdeckt, dass sich ein Teelöffel Olivenöl über einen ganzen See ausbreiten kann. Hätte man eine Substanz mit der Stärke von nur einem Molekül, dann würde schon ein bisschen davon sehr weit reichen. Es fragt sich, ob wir etwas finden, das nicht reißt bei diesen hohen Windgeschwindigkeiten. Eine effiziente Schutzschicht müsste dem extremen Wind mindestens 6 Stunden trotzen. Der Effekt wäre ideal, als ob der Hurricane 24 Stunden früher Land erreichen und sich abschwächen würde. Sie fallen schnell in sich zusammen, wenn sie auf Land treffen, weil dort keine Luftfeuchtigkeit aufsteigt. Wir führen das künstlich herbei. Auch wenn diese Idee genial erscheint, das richtige Polymer muss erst noch gefunden werden. Aber weder grundsätzliche Bedenken noch die enormen Kosten halten Erfinder und Wissenschaftler davon ab, den Durchbruch in Sachen Wettermanipulation zu versuchen. Um Wettermanipulationen kommen wir nicht herum. Die neuesten Erfolge sind unwiderstehlich. Sie vermitteln den Eindruck, alles ist machbar, wenn man nur ein bisschen Energie am richtigen Ort platziert. Man kann nur hoffen, dass es aus den richtigen Motiven geschieht und gut endet. Wenn wir das in großen Abständen tun, in einem von 1000 Fällen, wird sich das Wettersystem nicht ändern. Man erschießt den Bären, der einen übel zurichten will. Man geht nicht mit Gewehren beladen in den Wald und erschießt alle Bären. Parallelen zum Beginn des Nuklearzeitalters sind nicht von der Hand zu weisen. Heute wie damals stellt sich die Frage, wenn man derartige Möglichkeiten hat, darf man sie dann auch nutzen? Und kann man überhaupt verhindern, dass sie genutzt werden? Ähnliche Fragen wirft ein Projekt auf, an dem auch Wissenschaftler des US-Militärs beteiligt sind. Offiziell dient es der Kommunikationsforschung. Doch weltweit mehren sich Stimmen, die behaupten, dass dieses Forschungszentrum im Norden Alaskas der experimentellen Wettermanipulation diene. Dr. Bernard Eastlund ist Plasmaphysiker und hat für die US-Atomenergiebehörde im Bereich Kernfusion gearbeitet. Er ist Erfinder und Inhaber von 3 Patenten gearbeitet. Er ist Erfinder und Inhaber von 3 Patenten zum Thema Wetterkontrolle. Sein Spezialgebiet: neue Methoden des Energietransfers. Aus diesem Grund wurde er auch von der Ölgesellschaft Atlantic Richfield um Hilfe bei einem ungewöhnlichen Problem gebeten. ALCO bat mich 1984, eine Verwendung für ihr Gasvorkommen in Nordalaska zu finden. 644 Milliarden Kubikmeter Gas. Damit könnte das amerikanische Stromnetz ein Jahr lang betrieben werden. Doch das riesige Gasvorkommen liegt so weit entfernt, dass ich keine ökonomisch vertretbare Transportmöglichkeit fand. Dr. Eastlund hat mit Ihnen vereinbart, eine Verwendung für das Gas zu finden, es zu Geld zu machen, es erst in Elektrizität umzuwandeln und dann in Radiowellen. Ich schlug vor, das Gas in Elektrizität umzuwandeln und damit ein großes gleichgeschaltetes Antennenfeld zu speisen, das die Ionosphäre unterschiedlich beeinflusst. Eastlunds Erfindung, für die er 1987 ein Patent bekommen hat, trägt die Bezeichnung HARP.
Es wurden unglaubliche Vermutungen angestellt. Auch wenn der Antennenwald recht unscheinbar aussieht, in ihm steckt ein riesiges Potenzial. Mit HARP kann man gewaltige Energiemengen von bis zu 3 Millionen Watt erzeugen und damit die Ionosphäre aufheizen. Diese Schicht der Atmosphäre beginnt in rund 100 Kilometer Höhe über der Erdoberfläche. Ihre geladenen Teilchen erfüllen eine wichtige Aufgabe. Sie reflektieren und absorbieren gefährliche Partikel, die von der Sonne ins All geschleudert werden. Ohne die Ionosphäre würde das Leben auf der Erde allmählich erlöschen. Estlunds Plan sah vor, die aus dem Gas gewonnene Energie in die Ionosphäre zu schicken, die wie eine große Antenne wirken würde. Auch das US-Militär erkannte den Nutzen für die Kommunikationsforschung und beauftragte ARCO mit dem Bau der Anlage. Es ist ein sehr gutes Forschungszentrum, winzig im Vergleich zur Antennenfeldgröße, die ich vorgeschlagen hatte, aber der erste Teil von etwas, das noch viel größer werden kann. Selbst jetzt handelt es sich schon um den größten Ionosphärenerhitzer der Welt. Mit ihm kann in der Ionosphäre eine Fläche von einem Quadratkilometer auf 28.000 Grad Celsius erwärmt werden. Es ist eine gleichgeschaltete, also steuerbare Anlage. Man schickt die Wellen, wohin man will. Sie haben herausgefunden, dass jede Menge Wärme erzeugt wird, wenn man die Radiowellen nach oben schickt und bündelt. Diese Hitzeeinwirkung hebt die Ionosphäre in einem Gebiet von rund 30 Meilen Durchmesser an, sowie die in ihr enthaltenen Luftströmungen und den Jetstream. Die Idee, den Jetstream zu bewegen, ist phänomenal. Wer hätte je gedacht, dass Menschen so etwas können? Das Problem ist nur, wir beherrschen das System noch nicht gut genug. Noch sind die langfristigen Auswirkungen nicht bekannt. Eine Änderung hier führt zur Katastrophe dort. Um HARP ranken sich jede Menge Spekulationen. Ein Artikel aus dem Jahr 2000 im Scientific American wies darauf hin, dass in Alaska eine ungewöhnliche Luftverschiebung im Jetstream kalte Luft nach Süden trieb und zur Entstehung eines Tornados in Florida führte. Könnte HARP also ähnlich wie andere Wetterprogramme zu militärischen Zwecken genutzt werden? Nehmen Sie eine 100.000 Mann starke Armee und feindliche Truppen. Könnte man eine Flut hervorrufen oder Regen, schreckliche Bedingungen über Wochen oder Monate? Die Kampffähigkeit wäre herabgesetzt. Schon jetzt nutzt die US-Marine die Ionosphäre als Antenne, um mithilfe der Radiowellen fremde Unterseeboote im Meer zu orten, die mit herkömmlichem Radar nicht ausgemacht werden können. Außerdem kann man mit HARP feindliche Raketen aufspüren und zerstören. Dahin zielt die Kriegsführung im 21. Jahrhundert. HARPs potenzielle Rolle als geheime Kriegswaffe war lange Zeit kaum bekannt. Viele Länder haben inzwischen Widerspruch gegen seine Nutzung eingelegt, weil sie eine offensichtliche Verletzung der NMOD-Konvention darstellt, die die Kriegsführung durch Umweltveränderungen verbietet. Die drei letzten Verteidigungsminister verlangten die Aufhebung des Abkommens. Der Vertrag wurde ab 1970 mühsam erarbeitet und vom Kongress 1978 ratifiziert. Er muss bestehen bleiben. Während aller Kontroversen haben die an HARP beteiligten Wissenschaftler stets betont, dass die Antennenanlage nur zu Forschungszwecken genutzt wird und dass sie nicht einmal annähernd so viel Energie liefert, wie nötig wäre, um das Wetter tatsächlich zu beeinflussen. Aber das Antennenfeld soll bald auf die doppelte Größe ausgebaut werden. Und Estlund hat sich inzwischen aus dem Projekt zurückgezogen. Auch auf dieser Basis in Florida führen Waffenforscher der Air Force zusammen mit Nanoteilchenspezialisten Experimente zur Wettermanipulation durch. Wir sind ein Sprengstofflabor und entwickeln die nächste Generation von Explosivstoffen für die Air Force. Spezielle atomare Sprengköpfe, Druckluftbomben
eine ganze Reihe verschiedener Munitionsarten. Und das offensichtliche Ziel ist, Dinge zu zerstören und den Feind aufzuhalten. Unser Job und die Mission der Air Force ist, Kriege zu gewinnen und Dinge zu zerstören. Richtig? Wenn er hier von Zerstören spricht, zielt Glenn auf etwas Ungewöhnliches ab, einen Tornado. 1999 fegte ein Tornado über Oklahoma City und Norman hinweg. Der Schaden belief sich auf $1,3 Milliarden. Viele Menschen starben. Ich dachte, warum müssen wir das immer über uns ergehen lassen? Wieso wehren wir uns nicht? Warum sollte es nicht möglich sein, einen Tornado zu zerstören, seinen Energiefluss zu unterbrechen und ihn auf diese Weise aufzulösen? Unsere ersten Berechnungen ergaben, dass man dazu riesige Energiemengen bräuchte. Wir wären nicht in der Lage, genügend Unruhe in das Rotationsfeld zu bringen. Glenn begann, sich näher mit der Entwicklung von Tornados zu befassen. Er stieß auf Wissenschaftler, die davon ausgehen, dass Blitze für die Entstehung dieser Wirbelstürme verantwortlich sind und sie mit Energie versorgen. Wir glauben, dass die Entwicklung eines Tornados und seine Dauer vom Blitzschlag beeinflusst werden. Wenn wir das Stadium, in dem diese Auslöser den Sturm entstehen lassen, verhindern oder unterbrechen könnten, wenn wir das in irgendeiner Weise unterbinden oder abschwächen könnten, dann könnten wir vielleicht die Bildung eines Tornados verhindern. Um den Entstehungsvorgang zu unterbrechen, schwebt Glenn eine Impfung der inneren Wirbelsturmregion mit mikroskopisch kleinen Teilchen vor. Er denkt dabei an den Einsatz von Flugasche, einem preiswerten Abfallprodukt der Verbrennungsindustrie. Im Gegensatz zu Silberjodid, mit dem Wolken geimpft werden, um abzuregnen, sollen diese winzigen Isolatoren keinen Regen auslösen. Wir umgehen die letzte Phase der Tornadobildung und schließen ihn kurz. Während Experten wie Glenn ihre Kenntnisse im Bereich der Nanotechnologie einsetzen, um Tornados zu bekämpfen, richten andere Wissenschaftler ihren Blick auf eine noch viel größere Herausforderung für die Klimaforschung, die globale Erwärmung. Wer schon einmal die Heftigkeit eines Tornados erlebt hat, weiß, wie zerstörerisch er sein kann. Und Wetterforscher prophezeien, dass es noch schlimmer kommt. Im amerikanischen Bundesstaat Oklahoma ist die Zahl der Tornados seit 1945 um 400% gestiegen. Dies ist nur eine erschreckende Auswirkung der weltweiten Erwärmung. Während die Erderwärmung inzwischen als katastrophales Phänomen gilt, sahen Wissenschaftler noch vor 100 Jahren nur Gutes darin. Man schlug vor, mehr Kohle zu fördern. Würden mehr fossile Brennstoffe verbrannt, könnte der Planet erwärmt und die Landwirtschaft nach Norden ausgedehnt werden. Es gäbe mehr Nahrung für die expandierende Bevölkerung, also positiv. Aber die Idee, die Arktis durch Verbrennung fossiler Brennstoffe in einen grünen Garten zu verwandeln, hielt sich nicht lange. Mitte der 50er Jahre sah es mit dem Auftauchen der Atombombe und chemischer Schadstoffe eher so aus, als könne man Gärten in Wüsten verwandeln. Wir sahen uns nicht länger in unseren Gärten sitzen, umgeben von üppigem Grün, das sich nur schwer in Schach halten lässt, sondern eher als potenzielle Gefahr für die Natur, für deren Erhalt man mit allen Mitteln kämpfen muss. Anzeichen für die globale Erwärmung finden sich überall. Der aktuelle Konsens, ich betone ein Konsens, dem fast alle Wissenschaftler zustimmen, auch die ewig Skeptischen, besagt, dass sich die Erde in den nächsten 100 Jahren deutlich erwärmen wird. Dieser Wandel wird nicht kontinuierlich vonstatten gehen. Irgendwann in den nächsten 100 Jahren gibt es einen Ruck im System. Die größte Herausforderung der nächsten Jahre dürfte darin bestehen, die Auswirkungen der bis dahin entstandenen Umweltschäden zu begrenzen. Kein Wunder, dass es dazu viele geotechnische Projekte gibt.
Ein Modell sieht beispielsweise vor, große Mengen speziellen Staubs in die obere Schicht der Erdatmosphäre zu injizieren, um einen gewaltigen Vulkanausbruch nachzuahmen. Bricht ein Vulkan aus, schleudert er Aschepartikel in die Atmosphäre. Diese Teilchen reflektieren das Sonnenlicht und verhindern, dass es auf die Erde trifft. Auf diese Weise käme es zu einer schnellen Abkühlung der Erdoberfläche. Wir haben gesehen, wie dramatisch schnell die Erde innerhalb eines Jahres abgekühlt ist, nach dem Ausbruch des Pinatubo. Schon seit 1965 wird vorgeschlagen, der Stratosphäre Staub zuzusetzen, um unseren Planeten abzukühlen. Das ist keine Lösung für die Erderwärmung. Aber es zeigt, dass ständig versucht wird, die Erde zu manipulieren, mit einfachen Mitteln. Zu diesen einfachen Mitteln gehören auch die Kondensstreifen der Düsenjets, glauben zumindest einige Experten. Andere wollen die Meere mit Eisen düngen und so das Phytoplankton vermehren. Das könnte dann größere Mengen Kohlendioxid aufnehmen und zu Boden sinken, wodurch die globale Erwärmung verhindert werden könnte. Diese Pioniere versprechen uns eine Eiszeit. Ein anderer einfacher Ansatz zielt ab auf die besten Kohlendioxidvernichter der Erde, die Bäume. Ähnlich wie die Meere können auch sie Kohlendioxid speichern. Sie filtern es aus der Luft und binden es in ihrer Zellstruktur. Der Kohlenstoff in einer Pflanze tritt in verschiedenen Formen auf. Lignin ist eine Verbindung, die sich im Boden nur langsam zersetzt. Erhöht man den Ligninanteil gentechnisch, kann die Pflanze mehr Kohlenstoff aufnehmen. Die Vorstellung von genetisch veränderten Bäumen mag unheimlich sein. Doch etliche Wissenschaftler glauben, dass radikale Lösungen nötig sind, um die globale Erwärmung in den Griff zu bekommen. Andernfalls könnte eine noch viel schwierigere Aufgabe auf die Forschung zukommen, den uns am nächsten liegenden Planeten bewohnbar zu machen. Einige arbeiten schon daran. Wir suchen unser Sonnensystem ab. Der Mars ist ein guter Kandidat. Die Idee, den Mars umzugestalten, sein Wetter zu ändern und quasi aus dem Nichts eine erdähnliche Atmosphäre zu schaffen, ist nicht so weit hergeholt. Das Problem ist, um auf dem Mars leben zu können, müsste er zunächst erwärmt werden. Wir wissen ja, wie das geht. Wir erleben es gerade auf der Erde. Hier ist es sicher keine gute Idee, aber auf dem Mars wäre es wichtig. Es wäre denkbar, in die Marsatmosphäre die Art von Treibhausgasen zu pusten, die wir in unsere Atmosphäre blasen. Unsere Berechnungen zeigen, dass man den Mars künstlich um 20 Grad Celsius erwärmen müsste, mit Treibhausgasen. Wenn wir so weit wären, käme der Rest von ganz allein. Once we push it that far, it will then roll on its own the rest of the way. Die Polarkappen auf dem Mars enthalten riesige Mengen gefrorenes Kohlendioxid und Wasser, die wichtigsten Bausteine für das Leben. Wenn das in den Polarregionen gebundene Wasser schmelzen würde, entstünden riesige Meere. Für NASA-Forscher wie Chris McKay ist die Vorstellung, dass die Menschen eines Tages auf dem Mars leben, kein Traum, sondern schlichte Notwendigkeit. Aber wären die einzelnen Nationen in der Lage, bei einem Projekt dieser Größenordnung zusammenzuarbeiten? Und hätten wir überhaupt das Recht, den Mars unseren Wünschen und Bedürfnissen entsprechend zu verändern? Should we do it? Sollten wir es tun, vorausgesetzt, wir könnten es? Ein guter Vergleich ist die Wiederbelebung. Man geht eine Straße entlang und jemand kippt um. Man reanimiert ihn. Er überlebt. Damit hat man kein Menschenleben geschaffen, sondern einen Menschen ins Leben zurückgeholt. Das ist eine angemessene Metapher für den Mars. Manch einer mag das anders sehen und meint vielleicht, wir hätten kein Recht, das Universum zu ändern. Dass über allem ein Schild hängt, berühren verboten. Aber ich persönlich denke, der Wert eines Lebens zählt mehr. Das Universum muss nicht konserviert, sondern begrünt werden. Und wir sind die Gärtner. Aber wenn wir Gärtner sind, sollten wir dann nicht im eigenen Garten beginnen? I think in general.
Von einer höheren Ebene aus betrachtet, müssen wir in das Klimageschehen eingreifen. Es gibt zu viele Menschen und das hat zu große Auswirkungen, als dass man die Erde sich selbst überlassen könnte. Das ist keine Option mehr. Ob es uns gefällt oder nicht, wir haben die Atmosphäre verändert. Damit müssen wir leben. Jetzt heißt es handeln. Die Meere düngen, Radiowellen in die Atmosphäre schicken, die Meeresoberfläche mit Polymeren bedecken, Wirbelstürme lenken. Nichts davon scheint mehr weit hergeholt. Und dennoch bleibt eine zentrale Frage, deren Antwort in ein goldenes Zeitalter oder in die völlige Verwüstung und das Ende unserer Spezies führen kann. Wenn wir eines Tages das Wetter beherrschen, wie gehen wir dann damit um?